Monatlicher Daily Vlog am Start. Wir fassen zusammen Juni und Juli, also Juno und Juli, weil wir ja im Juno, also im Juni, 3 Wochen in den USA waren. Die Vlogs laufen noch, da kommen noch ein paar. Ihr habt einige davon schon gesehen. Was war das? Ich weiß es nicht. Und da hat sich natürlich nicht für eine Woche, die noch überbleibt, gelohnt, so einen ganzen Vlog zu machen. Werden wir vielleicht demnächst trotzdem machen. Und im August überwiegend nur geschnitten, 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 damit ihr 3 Tour-Vlogs die Woche bekommt. Und ansonsten, was den letzten 2 Monaten so aufgegangen ist, seht ihr wahrscheinlich jetzt überwiegend in diesem Video. Ich hoffe, es fehlt nichts. Ich fange mich jetzt erst an zu schneiden. Ganz viele kleine weiße Spinnen, die nämlich ziemlich crazy aussehen. Mahlzeit herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen monatlichen Daily Vlog. Das ist so, das Motto rausgeflogen. Wir haben inzwischen den 21. Juni. Wir sind am 19. Juni aus den USA zurückgekommen, spät abends, und seit Mai da gewesen. Deswegen fängt dieser monatliche Daily Vlog so spät an, weil wir da jeden Tag gevloggt haben und es eigene Vlogs gibt. Jetzt haben wir kurz nach 3 in der Nacht. Uschi war gestern schon arbeiten, die Geisteskranke, und haben nichts Besseres zu tun als jetzt. Ja, ich musste aber eine Windgurt ausschlafen. Also nee, ausschlafen konnte ich auch nicht, aber... So, und jetzt satteln wir die Pferde, fahren 5 Stunden Auto, weil wir das in letzter Zeit zu wenig gemacht haben, und fahren nach Freiburg für 2 Tage. Das sieht man mit der Kamera nicht. Achso. Der Morgen graut ganz hinten am Horizont, die Sonne geht immer da hinten auf, da sieht man es schon kommen. Auch wenn wir erst 3 Uhr haben. Nebel! Ich sehe nichts, hier ist kein Nebel, ich sehe ja nichts. Also richtig dichter Nebel. Sehr geil. Okay, jetzt wird noch nicht da, aber auf der Kamera siehst du halt immer mehr, ne? Ja. Wir sollten mehr durch Kameras gucken. Das ist nicht so krass auf der Cam wie nicht. Oh oh. Oh, Pizza, Pizza, Scheiße! Der Kollege, der hier den Blitzer durch die Gegend kart, hat einfach mal auch sein Bein hier oben. Ich glaube nicht, dass das so vorgesehen ist, dass man so verkehrssicher unterwegs ist. Haben wir einen Blitzer durch die Gegend fahren? Ohne dass der geklaut, der geblitzt wurde. Ja. Silverstar ist der Beweis dafür, jeder Park braucht einen Hypercoaster. Die sieht man richtig schön von der Autobahn aus. Die machen sich gut, sehen aus wie Achterbahn. Und wir lassen den Europapark jetzt rechts liegen und fahren weiter. Und alle so, nein, wie kannst du nur? Ja, weiß ich auch nicht, wie ich noch kann. Kann nichts dafür, dass unsere beiden Termine für heute und morgen auch hier sind. Noch 26 Minuten. Ich habe ja ein paar Schuhe in den USA zurückgelassen, weil die durch waren. Und wir haben dann für heute ganz frische neue aus dem Keller geholt. Da liegen nämlich noch ein paar noch nie getragene auf Lager. Und das ist dann jetzt das Sommerpaar. Edekas in Dörfern aufsuchen, so eine spannende Sache, so auch hier. Das sieht so aus, als ob die aufhören. Ja. Aber es gibt keine Kunden. Ja, das war toll. Wenn man das Auto mal leer macht, den ganzen Pfand hier in Großraum Freiburg lassen. Wo sind wir nochmal? Freiburg. Ich dachte irgendwas mit K. Nee, das ist morgen. Achso. Okay. So, wir sind da bei Weißingenieure bzw. Weißberatende Ingenieure. Und das wird spannend. Das wird cool. Ist ein Ingenieurbüro für unter anderem fliegende Bauten. Wir haben euch das letztens noch in dem Newsvideo gezeigt, dass man auch hier Arbeit für euch hat, falls ihr dementsprechend qualifiziert seid. Newsvideo verlinke ich am besten nochmal irgendwo. Wenn ich das vergesse, schreibt mir das gerne. Da erzähle ich euch, was ihr hier tun könnt und nicht und was für Voraussetzungen es gibt. Und da drehen wir heute eine Reportage. Das wird cool. Spannend, interessant, sehr nerdy, und ihr erfahrt, was man wie machen muss, damit es eine Attraktion gibt, zum Beispiel. So, wir melden uns wieder. Wir haben 20 vor 4 und wir waren um 9 Uhr zum Termin hier. Holla die Waldfee. Mega geil, mega spannend, mega interessant. Werdet ihr in einer unfassbar aufwendigen, nicht unfassbar aufwendigen, aber unfassbar langen, detailreichen Reportage alles sehen.
was wir jetzt gedreht haben. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, Tenor, das Wichtigste oder Krasseste ist bei Freizeitparks, Leitungen können nicht anders verlegt werden. Wenn eine Leitung irgendwo ist, dann bleibt die da auch. Super krass, was alles gerechnet und wie es gerechnet wird, bis so ein Achterbahn irgendwo steht. Und vielen lieben Dank an Weißbratene Ingenieure GmbH für diesen Einblick. Wenn ihr Bock auf einen Job da habt und Ingenieure seid und oder werden wollt und auf dem Weg seid, ist das auf jeden Fall was für euch. Und vielen, vielen lieben Dank für diesen unfassbar geilen Präsentkorb. Sind sie nicht sweet? Sehr, 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 sehr geil. Mit Köstlichkeiten und Spezialitäten aus der Region. Schwarzwald, ne? Tannenzapfen. So, wir sind 20 Minuten gefahren, wir sind in unserem Hotel angekommen und jetzt sind wir schon im Zimmer. Sehr netter Empfang, sehr schickes Hotel und auch das Zimmer. Check das aus, Leute. Das ist ja süß mit den Decken, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, mega. Mit dem Sesselchen hier. Wow, schicki. Alles ganz neu. Der Test? Nee. Nein. Leute, ohne Spaß. Leute, ne? Was ohne macht ihr mit jetzt? Die Absenkautomatik bei Klodeckeln und Brillen unterscheidet den Menschen vom Affen. Hm. Mit so einem Satz werde ich wahrscheinlich irgendwann in die Geschichte eingehen oder steht auf einem Grabstein. Steht dann irgendwo, so, wenn berühmte Leute irgendwas gesagt haben, steht dann da. Das Runde muss ins Eckige oder so. Ich bin ein Berliner. Genau. Ja, aber es ist doch einfach so, die Absenkautomatik unterscheidet uns vom Affen. Oh, ich bin gerade rausgefallen. Sieht aus wie bei der Mini-Playback-Show. Kennt man gar nicht mehr, ne? Alleine bin. Nicht erschießen. Er rülpst, hast du mich? Das klingt irgendwie so wie erkoren. Du bist jetzt was Besonderes. Super. Was passiert da? Was passiert da? Guten Appetit. Ach nee, das ist ja ausgeschaltet. Mach aber vorher auf Auslöse, damit er das Guck, aufnimmt, da hier er. Reinguckt. Ach, schon mal im Schiff. Ah ja, so. Ja, was ist eineinhalb? Fünf. Ich hab irgendwie gedacht, du hast jetzt gesagt, 1, 2, 3. Grundsätzlich kein, also grundsätzlich nicht, aber asiatisches Essen ist nicht so unser Ding. Super, und dann einen kleinen Schluck. Möchte ich mal, oder? Ja. Ist ja wohl. Oder? Ja. Guten Morgen, Schwarzwald. So, Freunde der Sonne, wir waren jetzt bei Art Engineering. Mega spannend, mega cool. Und wir haben einfach ein Karussell auf dem Dach. Das ist absolut krank. Absolut krank. Gestern Abend haben wir auch schon mit einem Teil der Truppe den Abend zusammen verbracht. Jetzt waren wir ein paar Stündchen hier und haben auch eine sehr coole Reportage gedreht und auch noch einen Teil für eine andere Doku und noch einen Beutel bekommen mit coolen Sachen drin. Mega geil, vielen lieben Dank. Und wir fahren jetzt wieder 5 Stunden nach Hause. Deine Putschi, die müssen ins Bietchen. Na, alles okay. Da musst du morgen wieder arbeiten. Ja. Kann der UPS mal fertig werden? Ich wollte das Gebäude noch mal filmen. So, nochmal ganz kurze Ergänzung. Also erstmal, Schwarzwald ist schon schön, ne? Machst du nichts. Wir wollen jetzt gerade tanken, sonst kommen wir nicht nach Hause. Erst ist Uschi mega motiviert aus dem Auto gesprungen, um schon mal zu prepayen an der Satzabsäule, was man ja hier nicht macht wie in den 3 Wochen in den USA. Und dann nach dem Tanken wollte ich einfach motiviert, wie ich bin, sofort losfahren, weil man ja geprepayt hat an der Säule. Das geht natürlich auch nicht. War jetzt gerade ein bisschen weird. Ich muss ja auch mit dem Schalten das noch neu lernen. Warum stehen wir jetzt hier rum? Und ja, wir wissen, dass es auch in Deutschland Tankautomaten gibt. Ja. Da haben wir auch schon mal getankt. Ja, das machen wir auch. Bei uns in der City fahren wir auch eher dahin als eine andere Tankstätte, weil das nämlich auch günstiger ist. Weil du ja kein Personal mehr bezahlen musst. Muss ich jetzt gerade beschweren? Die Maschine muss die Arbeitsplätze weg. Das arbeitet ja keiner mehr. Baden FM R4. Also jetzt, was stehen wir jetzt hier doof hinter dem Bus rum oder was? Kann mir einer erklären, was das ist? Oder ist nee. Baustellenampel vielleicht? Vorfahrt gewähren Schild. Für das Kreisverkehr. Ja. Für das Kreisverkehr. Als wenn man im Fahrrad fahren, hier jedes Auto doof reinguckt.
So, wir umfahren den Stau auf der Autobahn und das ist natürlich komplett logisch. Einmal durch Frankreich durch. Da haben wir das auch schon mal wieder abgehakt. Wir waren jetzt nur 3 Wochen ja nicht in Deutschland. Ich glaube, ich habe das in den Nachrichten nicht mitbekommen. Aber es gibt eine neue Verkehrsregel. Und das halten sich schon alle da dran. Wirklich alle halten sich da dran. Das finde ich am faszinierendsten. Denn die neue Verkehrsregel besagt, dass auf zweispurigen Autobahnen von LKW, von PKW nur noch mit maximal 100 km/h überholt werden dürfen. Gerne auch weniger, aber nicht schneller als 100 km/h. Das ist eine neue Verkehrsregel, weil sonst, anders kann ich mir nicht erklären, warum das jetzt jeder so macht, seit 2 Stunden schon. Das ist, glaube ich, jetzt neu. Naja, müssen wir uns jetzt alle irgendwie scheinbar mit abfinden. Wenn du in so einer Stichstraße, aka Sackgasse, wohnst und hier in 40 Tonner rein musst, Tandemzug mit Mitnahmestapler für Türen, Tore, Rollläden, Wintergärten, das tut einem schon weh. Und er muss hier rückwärts wieder raus, weil Sackgasse. Und er kann eigentlich auch nur in eine Richtung raus, weil er kann auch nur in eine Richtung weg, weil die Brücke 12 Tonnen hat. Und gut, dass wir jetzt gekommen sind, weil jetzt steht er so, dass wir nicht mehr hier rauskommen. Und auf Pause gestellt, Digga. Hast du gesehen? Er hat direkt nochmal gecheckt, hat sein Gerät auf Pause gestellt. Ey, Leute. Was ist das? Der Chef schon längst gehupt, ey. Alter. Fahren einfach quer über die Straße auf allen Spuren, fahren über Rot, fahren auf dem Gehweg, dann wieder auf der Straße, da wo es gerade passt. Es ist scheiße, ey. Ist das jetzt hier Six Flags oder ist das Girls? Ich habe so Daily Vlog gar nichts gemacht die letzten Tage. Warum? Weil du gearbeitet hast und weil du Vorbereitungen mit mir getroffen hast für diese Feier hier. Was ist das denn für eine Feier? Meine Geburtstagsfeier. Ich feiere meinen Geburtstag nach. Cool, freust du dich? Ja, ich freue mich auf die Leute. Warum sind wir so wenig? Also noch sind wir so wenig, weil die Feier noch nicht angefangen hat. Und sonst ja, viele sind so, manche sind in Urlaub, also die meisten, glaube ich, passend krank. Ja, aber muss halt so. Festivals und sowas ist jetzt halt die Zeit. Was nachgeholt wird. Ja, und dann muss ich halt damit leben, dass die Leute mich nicht wollen. Ha? Ein paar heißt übrigens, wir sind bei minus 8 bis 9, grob über den Daumen. Aber wenn man dann guckt, wie viele es doch sind, sollten wir uns dringend Gedanken machen. Und es ist ja schon ausgesippt. Hast du Bluetooth an? Brauchst du auch noch einen? Bitte? So, und jetzt? Befragt euch mal. Alter, wieso hast du... Oh, ey, mit Patrick geht das nicht, der hat zu dünne Finger. Das hast du dünne Finger, du steckst ihn fest. Ach, man darf nicht, man darf, okay. Aber du rutschst sofort raus, das ist ja auch Wasser. Guck mal, ich krieg's gar nicht. Pass auf. So. Ich kann dich sogar noch berühren. So, ja. Ich dachte gerade... Ja. Oder was? Ja. Du solltest dringend was essen. Aber krass, guck mal, er berührt mich jetzt. Er ist hier in der Mitte. Das gibt's doch nicht. Geht's dir aber Daumen? Vielleicht komme ich auch auf der anderen Seite wieder raus. Komm, Finger rein. Ja, es funktioniert, ja. Ah, so sieht das dann aus. So ich krieg ihn immer noch nicht ab. Ich weiß immer noch nicht, was ihr da macht. War das jetzt. Alter! Das war jetzt dumm. Aber krass. Ja. Ja, der Spaß für jung und alt. Beschwer dich mal, wir brauchen nur so Kinderdinger für mich. Bist du gelaufen? Das weiß jeder, dass er gerade ein Allergieproblem hat. Prost. Ja, das ist aber auch geil, das ist auch look at this, it's a bit ärgerlich, selbst made. Oh nee. Aber rein rechtmäßig können wir da doch schon eine Klage machen, Bro, oder? Das kann er ja nicht einfach verwenden, oder? Passwort schon angerufen. Passwort. Ja.
Also wir haben gerade festgestellt, die Biografie von Uschi, die im Jahr 2058 rauskommt wahrscheinlich, wird heißen, das ist passiert, Uschi, und das war so. Das wird die Biografie und das ist auch das Thema des nächsten Daily Vlogs. Das ist passiert und das war so. Geh lieber rechtzeitig. Das ist übrigens nicht. So Leute, wir haben Samstag Uschis Geburtstag gefeiert. Die letzte Info hattet ihr. Sonntag haben wir einfach nichts. Hast du mein Getränk schon mitgenommen? Ach da. Ja, ich bin gerade nochmal zurückgegangen, das holen. Sonntag haben wir einfach mal nichts gemacht. Montag Action Jackson schneiden, Dienstag schneiden und dann am Geburtstag von meinem Cousin. Da gibt es jetzt kurz Aufnahmen. Ich habe mich aus dem Warten für das Überlegen. Happy Birthday! Happy Birthday! Oh, es dauert alles zu lang. Mehr. Das war schwach. Ich hatte Corona. Wow! Mittwoch war gestern wieder Vollgas schneiden. Und jetzt haben wir Donnerstag. Eigentlich war auch heute Vollgas schneiden. Aber gestern Abend, Mittag, Vormittag, das war Vormittag, hat sich etwas ergeben. Und wir fahren jetzt in den Moviepark Germany zur Generalprobe von der neuen Show. Christian Fahler tritt da ja jetzt auf mit seiner Show Sherlock Holmes, Magic, Game of Mystery. Ja, ich habe ein Newsvideo dazu schon mal gemacht. Und da ist heute Generalprobe, weil es morgen ja losgeht. Und wir gucken uns die Generalprobe an und bringen euch ein Video mit. Und da fahren wir jetzt hin. Hallo, ich bin auch dabei. Und ich habe vorhin mal geguckt, weil ich dachte, Sommerferien, Nachmittag, Ruhrgebiet. Jo, wir haben auf jeden Fall Delay auf der Strecke. Deswegen fahren wir ein bisschen früher, aber ich habe Eiswürfel in meiner Flasche. Come see our show here in Movie Park at Studio 7. My name is Christian Farla. I'm looking forward to meet all of you. Moriarty, can you help me, Moriarty? He's busy, okay. So let's see. So you see here the camera. Yeah. So I'm going to stand here. So everybody can see the camera, right? Yeah. Here. So you hold the camera like this. Yeah, like this. Yeah. And now, if you look good, there are 52 different playing cards. I'm going to show you. I have nothing to hide. And I'm also going to shuffle them really fairly. Like, it's really nice when you can do that. But nobody allows you to go in the casino anymore. But I don't need to. I don't need to. So let's see. Let's see if we can do that one more time. Hopla. All right. Here we go. You say stop where you want. You say stop where you want. You say stop. Stop. Stop here? Okay, yeah. Now have a look at the card. But show it to everybody, but not to me. Okay. Okay. Yeah? Everybody know? Yeah? Everybody see it at home? So I'm not gonna tell which card it is. I already know it because I have my special assistant. So you're gonna show? Yeah, yeah. You take the card. Yeah. You take the card in your hand, yeah. But don't show the front, show the back. So you hold it and you're gonna look at this. And look this? What happened. Here, my friend Watson is gonna help me, mm-hmm. And he will say you had the peak 5. Yeah. Is that true? True? Did you get yeah. the now let's see. Peak 5 yeah, it is. Yeah, it can is. You turn the card now? Yeah. And it is. Peak 5. Yeah, of course. Wow, what about that? We solve every We're mystery. Magicians. Thank you. Wow, great. You like it? Yeah. It's brand new and I invented it specially. You did it? Yeah. Here we go. So Leute, wir sind wieder fertig und wir waren ja jetzt bei der Generalprobe von Sherlock Holmes A Game of Magic. Ich höre nicht zu. Ja, okay. Christian Fahler, mega, unglaublich mega sympathischer, lieber, netter Mensch. Das ist ja unfassbar und das war richtig cool. Und richtig coole Show, guckt euch die auf jeden Fall an. Das geht auch noch, wenn der Vlog hier online geht, ja. Und ein extra Video dazu haben wir auch am Start. Richtig, richtig nice und ist auf jeden Fall ordentliche Sache, die der Park hier mit Christian Fahler zusammen aufgezogen hat. In kürzester Zeit
richtig, richtig gut. Und wie gesagt, die ganze Truppe, das ganze Team super sympathisch, richtig lieb. Und wir fahren wieder nach Hause. Leute, die Welt geht unter, aber nicht, die ist schon komplett und für immer wahrscheinlich. Jo Leute, so, gestern war Freitag, glaube ich. Genau, wir sind aus dem Moviepark zurückgekommen Donnerstag, da ist die Welt umgegangen. Dann war Freitag, da habe ich dann geschnitten wieder mal, logischerweise. Und habe euch auch direkt die Reportage aus dem Moviepark hochgeladen. Dann war Katrin noch da, wir haben Bierchen getrunken, ein paar Würstchen auf den Grill geschmissen. Abends kam Marvin noch vorbei, hat mich beim Schneiden unterbrochen. So habe ich dann jetzt ein bisschen Delay. Und es ist Samstag und wir sind, ist keiner da. Und ich bin auf dem Weg ins Toverland zur 24-Stunden-Troy-Challenge, um ein Video zu machen. Mein Plan war es, auch die ganzen 24 Stunden komplett vor Ort zu sein und jederzeit am Start zu sein mit der Kamera und alles einzufangen. Ja, irgendwie gab es aber so ein riesen Medienecho und Learnings aus dem letzten Mal, wo wir auch vor Ort waren, dass das da mit dem Filmen nicht mehr so PC ist, nicht so easy ist und ja, es gibt ein paar andere Hierarchien inzwischen im Park und die haben da auch für gesorgt, dass das jetzt nicht mehr so funktioniert. Egal. Und jetzt fahre ich jetzt dahin. Gleich ist dann Startschuss. Das dokumentiere ich. Ich werde natürlich dann auch morgen das Ende festhalten und gucken, wer es ins Ziel geschafft hat, 24 Stunden. Und weil das für mich wichtig ist, dazu gehört, die Sache auch erst abrundet, werde ich auch heute Nacht nochmal dahin fahren. Aber das werde ich euch hier noch später erzählen. Ja, aber jetzt geht es erstmal los. Sonne am Start, es wird warm, es wird nicht cool für die Teilnehmer. Ich bin gespannt. Und ja, da wird halt ein eigenes separates Video zu geben. So, Kingers, ich war jetzt hier gerade am Camping. Platz im Toverland, die ist dry. Hab noch ein paar Aufnahmen gemacht. Ja, ich habe diese ganzen Aufnahmen eigentlich schon. Aber jetzt brauche ich natürlich mit einer Reihe gelbe T-Shirts, auch mal neu für das Video. Kann jetzt leider nicht quer rüber, laufe jetzt schon auf der Höhe schon zum zweiten Mal meinem Auto vorbei. Gut gefüllt, stehe auch relativ weit hinten. Und ja, das war es jetzt für jetzt mit dem Dreh. Ich war jetzt, glaube ich, dreieinhalb, vier Stunden hier und heute Nacht komme ich wieder hier hin und morgen früh nochmal oder morgen Vormittag. Ob es alle schaffen? Ehrliche Einschätzung? Nein, auf gar keinen Fall. Es ist halt auch krass, dass man diesmal komplett niemanden aus der Szene dabei hat, sondern nur in Anführungsstrichen normale Begeisterte oder wie auch immer ich das bezeichnen möchte. Ich habe gerade ganz überlegt, oh Mist, du hast dir extra das Symbol gemerkt, wo du geparkt hast. Das war irgendwas Maritimes, aber hier ist alles maritim, das ist natürlich ein bisschen doof. Aber jetzt, wo ich sehe, es ist Stern, ist mir wieder eingefallen. Ach, was ein schönes Stück Achterbahn. Ich habe das Gefühl, das sage ich jedes Mal, wenn ich über diesen Parkplatz laufe. In dem Tourblock werdet ihr das nur in der Specs Papiertüte gesehen haben und nicht, was da drin ist. Feine Tropfen, ne? Ja, zwei Tropfen. Leider nicht für uns. Leider ein Geschenk. Also leider. Das allemal notiert. Okay. Der allererste Film. Greece! Ah! Greece! Das ist hem! Ja, Mission Impossible! Blasen, poepen, dansen, eten! So Leute, ich werde mich mal auch im monatlichen Daily Vlog wieder. Nachdem ich vom Toverland nach Hause gefahren bin, habe ich noch ein bisschen was geschnitten. Und dann habe ich ein Stündchen geschlafen und dann habe ich weiter geschnitten. Und bin dann losgefahren, um 20 vor 12, glaube ich,
oder halb zwölf. Für halb zwölf zum Toverland gefahren. Und jetzt bin ich noch in den Niederlanden auf der Autobahn. Und wir haben jetzt 20 nach 3 in der Nacht. Und fahre jetzt wieder nach Hause, habe ein bisschen was gedreht. Bin eine halbe Stunde mit Trial gefahren. Und ja, da hinten graut schon der Morgen. Das wäre natürlich auch richtig sexy, irgendwie Aufnahmen zu machen. Aber dann ist es auch irgendwie ein bisschen doof mit dem Finale. Das muss ja drauf sein, ne? Das ist ja halt entscheidend, wer schafft es denn bis ganz zum Ende. Und danach sind wir dann auch noch on the run. Und ja, das heißt, ich gehe wahrscheinlich jetzt gleich pennen. Ist auch immer, jetzt muss erstmal ankommen, runterkommen, dies, das. Und dann melde ich mich hoffentlich monatlich in der früh wieder. So, monatlich in Vlog noch mal eine kleine Meldung. Und zwar, ich bin wieder in Toverland. Wow, das ist eine Überraschung. Und nicht so voll wie gestern um die Uhrzeit. Phoenix fährt, sieht auch richtig geil aus. Und Troy fährt auch, man hört es auf jeden Fall. Und offensichtlich mit Teilnehmern, denn du hörst bei der Fahrt kein Schreien und in der Schlussbremse wird gejubelt. Quick-Wechsel. Ich muss erst was abbringen, sonst kletter ich. Ja. Jawohl. Wohl. Prost. Und tschüss, ne? Tschüss, war schön. Ja, der sagt halt, ja, störe ich? Okay, das ist schön. Der Europapark ist einfach nur der Ort, wo das passiert. Das Ding hier heute und morgen. So Leute, Monat im Daily Vlog schon wieder nichts erzählt. Der Gigi, die hat ihr Auto in der Werkstatt gehabt, das haben wir gar nicht erzählt. Regel Nummer 1, wenn Kinder auf einer Autobahnbrücke winken, winkt man zurück, macht nicht Hupe, Hupe und alles mögliche. Steht auch in der STVO. Ja. Paragraph 1. Jawohl. Es sind nicht viele Autos auf der Straße, aber den haben sie echt allen einzeln ins Gehirn gekackt. Jetzt war Motorkontrollleuchte an, wir hatten die Vermutung, es ist irgendwas mit Abgasrückführung. Ja, die Landersonde hat einfach Alarm geschlagen, ohne dass was war, Fehler gelöscht, alles wieder gut. Dann haben wir mal gedacht, warum quietscht das denn eigentlich hier so? Okay, machen wir die Querlenker einmal neu. Und warum ist die Klimaanlage eigentlich so nicht klimatisiert? Wollen wir die mal nachfüllen, auffüllen, machen Dichtigkeitsprüfung. Ach nö, weißt du, Dichtigkeitsprüfung sagt das Gerät, alles dicht, Vakuum passt, jo super, Kühlflüssigkeit rein. Ist alles wieder rausgekommen. Nun ja. So, das ist das gewesen und viel Schneiderei, viel Schneiderarbeit, logischerweise, weil 3 der USA-Vlogs pro Woche kommen, das ist halt viel und die gehen ja auch immer so knapp eine Stunde alle. So, und jetzt fahren wir irgendwo hin, was wir euch nicht sagen dürfen, dass wir dahin fahren, bis nachdem wir da waren, dann darf man darüber sprechen, dass wir da waren. Und dann dürfen wir aber noch nicht darüber sprechen und auch nichts zeigen, was wir da gemacht haben, bis wir das Go dafür bekommen. Wann das sein wird, weiß man auch nicht. Es klingt total verrückt. Das Gute ist, dieser Vlog kommt dann, also wenn nicht, dann muss ich es rausschneiden, aber dieser Vlog kommt danach, wenn das alles public ist. Juni, Daily Vlog haben wir ja ausfallen lassen, weil da waren wir 3 von 4 Wochen in den USA und die Woche danach ist gar nichts passiert. Doch, da ist ja viel passiert, da sind wir noch 3 Wochen und alles. Aber das ist jetzt Quatsch dafür irgendwie, keine Ahnung. So, wir fahren. Wir fahren jetzt ins Phantasialand. Deep in Africa heute Abend nach Parkschluss. Und da ist ja diese neue Kletter-Action, die da reingefriemelt haben in die Black Mamba. The Adventure Trail, so heißt das. Und ja, das gucken wir uns heute an. Eine Harfe? Eine Harfe? Ein Hafen, ja. Achso, das ist ganz schön schneller Hafen. Und wir werden für euch darüber berichten. Und ich muss mir gleich noch was einfallen lassen, wenn wir wieder nach Hause fahren, weil ist voll schlau. In NRW sind Sommerferien, dann sollten wir in NRW eine Autobahn komplett vollsperren und den Asphalt rausreißen. Das ist vom Timing her, das eigentlich an sich ja, weil du dann nicht so viel Berufsverkehr hast. Ja, weil es ist so, das ist immer wie du es machst, machst du es verkehrt, ja. Also die Parallelseite von der 61 gibt es nicht mehr. Tot. Naja. Jumbo! Na? Oh mein Gott, folgt mir, der Löwe wurde gesehen. Wir müssen hier raus. Söderle? Wir sind wieder durch. Söderle? Der Markus. Der Sprössling von Markus. Uns Markus.
Wir sind durch. Richtig coole Attraktion und habe ich, glaube ich, Lobpreisungen und Lobhuldigungen zu Genüge im Video dazu von mir gelassen. Hat echt Spaß gemacht und ja, cool, richtig cool. Coole neue Attraktion im Phantasialand, einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt. Ja, wahrscheinlich. Ja, es hat was länger, gefühlt, ja. Es hat was länger gedauert, das so hinzukriegen. Es war etwas aufwendiger. Es ist schon krass, wie viele verrückte Elemente einfach damit drin sind. Und ja, wir machen es wieder nach Hause. Ich weiß nur nicht wie. Ja, das sehen wir dann jetzt mal, ne? Ja, wir können entweder, also ich habe jetzt noch nicht geguckt, aber entweder über Köln oder über Land. Also über Land ist Landstraße und Köln ist eine Stadt angeblich. Ich wollte mich übrigens nochmal bei, ich glaube Eva war es, bedanken, das ist schon 2-3 Monate her, für die Sticker. Da sind ja welche jetzt, die habe ich ja direkt aufgeklebt, da wo wir immer unsere Sticker sammeln. Und es gibt für Doppelte noch einen zweiten Platz, den ich habe. Und zwar haben wir ein Brett für die Klimaanlage, das in die Terrassentür kommt, damit da der Schlauch ausgeführt werden kann. Und da kommen jetzt noch die übrigen drauf. Sehr, sehr geil. Vielen lieben Dank auf jeden Fall nochmal. Und wenn ihr Sticker habt, die ihr nicht mehr braucht, immer her damit, ich schriebe Sticker. Einen eigenen Podcast haben viele, aber Litzbräu von die Litzigen, das hat nicht jeder. Das Bier zum Podcast, checkt das aus. Oh, hier liegen Karten für die Broilers. 2020, 11.07. 9.07.2022. Oh mein Gott, wir sind zu spät. Yo, Leute. Ich vlog jetzt mal das erstmal so mit dem Handy. Ja, hier ist so ein Sportgetränk. Und wir sind in Essen. Super 95. Hatte extra außen dran. Achso, so ein Carsharing-Auto. Deswegen steht das so plakativ da dran. Wir sind in Essen. Wir gehen jetzt zum Stadion. Und da spielen heute die Broilers. Und wir haben Bock. Ja, und wir fahren nicht mit einem 9-Euro-Ticket. Weil Ötsche kann nicht trinken. Und sollte es auch nicht, weil sie Medikamente nimmt. Na, Erholung, Ruhrgebiet. Kann man das hier drehen? Guck mal. Tschüss. Ja, das Piktogramm, das Schild ist geil. Jetzt mache ich in. Ich zoome im Nachhinein. So, wir machen es mal. Hat es jetzt einer echt in die Lücke geschafft? Ich glaube nicht. So Leute, es ist wieder mal soweit und wir zeigen euch witzige Websites, wo man gerade nach Öffnungszeiten oder Preisen guckt. Wir haben hier einen Wacky Worm. Wir haben hier Achterbahnschienen, die meines Erachtens in dieser Farbe und in dieser Form zu Skyrush im Hershey Park gehören, Intermin Wing Coaster. Wir haben hier aber noch ein Stück Achterbahnschiene, das sieht aus wie eine gelbe B&M-Schiene. Wir haben den Wurm mit zwei Wagen übrigens nur, der auch sehr schlecht drauf montiert ist. Also hinten hebt er auch ab. Ich weiß nicht, was das hier unten für eine Schiene noch sein soll. Und wir haben offensichtlich hier noch eine Stütze und eine Schiene mit einem Catwalk, auch in Gelb, von einer wilden Maus. Spannend! Hat alles nichts mit dieser Bahn zu tun. Leute, habt ihr das gesehen, was da vorne auf dem Schild steht? Ich weiß es nicht, ob ihr das gesehen habt, ob das drauf war. Aber wir sind bei Wekoma.
in den Niederlanden und ja, Achterbahnhersteller, der dem einen oder anderen von euch bestimmt was sagen sollte. Und drehen heute eine Reportage über Vekoma. Wir sind hyped, wir haben Montag und wir machen's. Also entweder ist Uschis Kopf unfassbar klein oder diese Koalas unfassbar groß. Normalerweise sind die so. Du magst die, die gibst du ihm klein. Ja, dann kann ich gerne. Die Diät. Ja, toll. So Leute, wir waren jetzt 3,5 Stunden bei Vekoma und direkt nebenan ist hier so ein Laden an der Grenze, der bei uns Kartoffeln super famous und es gibt dann halt so Sachen wie Frikandeln, die halt einfach keine Verpackung haben, außer eine Plastiktüte rum. Und wenn, das liegt halt auf dem Weg nach Hause. Und wenn wir schon auf dem Weg nach Hause sind, kann man hier aber eben stoppen und auch ein bisschen niederländische Lecker einkaufen. Was ist los? Scheiß Fisch. Ja. In den USA haben wir den 5 Jahre lang gesucht. Und nicht gefunden. Tja. Ist das auch so ein bisschen über uns lustig machen, dass wir hier Öl verkaufen? Klimawandel, globale Erwärmung, ist mir egal. Bevor wir ins Detail gehen, Sie sind doch Wissenschaftler, nicht wahr? So Leute, ich melde mich auch mal wieder und zwar aus dem Auto. Wir haben berichtet, Freitag waren wir bei Vekoma, jetzt haben wir Montag waren wir bei Vekoma und jetzt haben wir Freitag, so, schon ganz doof im Kopf, also noch mehr als sonst. Und ich fahre jetzt, also die ganze Woche nur geschnitten, Action Jackson, dies, das, also wirklich viel wieder reingeklotzt, stundenlang und um die Taktung auch zu halten mit den ganzen Tour-Vlogs, 3 Stück die Woche, richtig viel Arbeit, weil ich ganz viele Sachen auch noch fertig mache, wie Parkvorstellungen und so, habe ich super viele geschrieben, geschnitten und alles, die auch schon fertig sind, die ich direkt fertig gemacht habe, damit das Zeug dann weg kann. Und jetzt fahre ich nach Oberhausen und treffe mich dann mit dem Stefan Burian von, ja, die meisten kennen wahrscheinlich von euch aus dem Podcast How to Freizeitpark. Und mache ein Interview mit dem Jutin für den Ride Review YouTube-Kanal, weil ich das schon ewig vor mir her schiebe und jetzt mal ein bisschen langsam angehen muss. Leute aus der Branche, aus der Szene vorstellen und was sie so machen, was es dann noch so für Jobs gibt, außer irgendwie, dass du Marketing-Leute irgendwie vom Park vor der Kamera hast oder Maintenance-Leute oder Hersteller. Mega spannend, machen wir auch weiter, keine Sorge. Aber halt auch andere Sachen mal ein bisschen mehr mit abdecken, um euch auch ein bisschen mehr Tiefe mitzuzeigen, mitzugeben und was denn noch alles so zum ganzen komplexen, riesigen Konstrukt mit dazugehört. Und ja, das machen wir heute. So Leute, hinter mir seht ihr ein Riesenrad. Da haben wir glaube ich 3 Stunden gesessen. 3 bis 4 Stunden gerade gesessen. Stefan Burian, Auto Freizeitpark, kennt ihr. Und ich habe jetzt verstanden, wie ein Riesenrad be- und entladen wird. Das ist das Geheimnis, nehme ich mit ins Grab. Irgendwann erzählen wir das mal. Ja, wir haben ein Interviewvideo gedreht und wir haben eine Podcast-Folge aufgenommen. Das ist sehr produktiv heute. Das Ride Review How to Freizeitpark Double Feature. Bam. Jetzt haben wir weiche Knie von 3 Stunden Riesenrad. Alter, das ist krass. Wir planen mal wieder eine Tour, eine mittlere, ich würde es mittlere nennen, oder? Ja, das ist eine mittlere Tour. Und haben jetzt einen Park, das ist da schon mal ein bisschen schwierig, die lassen wohl nur Familien rein, weil nur Kinder dürfen auch nicht rein, aber auch nur Erwachsene dürfen nicht rein. Du darfst da nur rein mit einem, also alle bis 15 müssen begleitet werden von jemandem, der mindestens 18 Jahre alt ist. Das ist total in den ganzen Park. Ja, das ist jetzt auch kein. Die haben 3 Achterbahnen, das sind auch 3 kleine bis mittelgroße Achterbahnen. Das sind keine Kiddie Rides, das sind Spinning Coaster, also dieser Spinning Coaster, ein Wurm und ein Zamperla Powered Coaster. Das ist jetzt auch kein Kindergarten. Und jetzt gerade haben wir noch was gucken wollen. Und dann hast du direkt so ein Pop-Up-Fenster, dass die heute ein paar Attraktionen geschlossen haben, weil es so heiß ist. Zu Extreme Heat zu unserer Sicherheit, ist klar. Junge, die sind noch bescheuert als die. Ich bin gespannt. Jetzt habe ich es gespoilert. Ich habe extra gerade drum herum geredet. Das war schon ganz schön
Das ist nicht leicht. Und wie war's? So, ich bin am Rückweg von der Düsseldorfer Rennkirmes und es gibt einen Aufzug für ungerade Zahlen, einen Aufzug für gerade Zahlen. Da muss man mal drauf achten, Alter. Da muss man schon drauf achten, welchen Aufzug ich habe. Ach, hallo, Kleiner. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie ihr diese Minzdöschen aufbekommt? Ich ja. Ich habe das auch nicht hinbekommen, ich habe gegoogelt. Aber zum Glück kam der Uschi, die hat es rausgefunden. Und zwar... Achtung. Tada! Das ist doch faszinierend. Geht halt auch nur einmal, dann ist offen. Wahnsinn. Ich finde es immer wieder krass, wie Holzachterbahnen sich bewegen, wenn der Zug da lang fährt. Zieht euch das mal rein. Sieht man das? Wupp, 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 wupp. Die ganze Struktur, die Schienen, alles wupp, 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 wupp. Ah. Uschi! Luke, ich muss die Glocke! Ah. Ah. Was hast du? Leute, zieht euch das rein, die Sophie, aka Bonnie, sag ich mal. Ja. Sophia, ich bin ein Idiot, hat uns ein Präsent geschickt, damit wir schon mal vorbereitet sind für Halloween und das gut überstehen werden und gestärkt sind. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, mega süß, voll sweet, ey, das ist voll lieb. So Leute, ich melde mich auch noch mal kurz wieder. Nachdem wir gestern auf dem Geburtstag waren und dann noch ein Meeting hatten, was ihr, glaube ich, alles gesehen hattet in Krefeld, sind wir jetzt wieder im Moviepark und gerade der Anni Hallo gesagt, die hat Feierabend, macht keine Show mehr und heute drehen wir fürs Halloween-Casting. Also heute ist Halloween-Casting und wir drehen heute ein Video für euch, damit ihr mal seht, was da geht, was da wie abläuft. Ja, du kannst dich selber grüßen. So, und das war's mit dem monatlichen Daily-Vlog. Ja, sehr chaotisch, sehr durcheinander. Und wir haben jetzt den 31. Juli, sehr anstrengender Tag heute auch gewesen, ganz viel anderen Hustle noch gehabt, damit ihr das Ganze jetzt aber am 1. August sehen könnt. Und dann sehen wir uns Anfang nächsten Monat wieder zum monatlichen Daily Vlog zum August. Was ein Chaos. Und ich hoffe, dass wir mal langsam das Projekt in Angriff nehmen können, einen neuen Schreibtisch, weil das... geht so nicht mehr. Ich habe es schon immer mehr gefeiert, geliebt. Ich hatte das auch früher. Ich möchte wieder einen Eckschreibtisch haben, der hier so ein bisschen ins Eck geht und am besten auch noch ein bisschen rund und so weiter und so fort. Aber da gibt es natürlich wieder mal nichts Passendes. Da muss man mal gucken. Das ist eine große Mission, für die ich noch gar keine Zeit habe. Ach ja. Ansonsten war es das jetzt mit dem monatlichen Daily Vlog und ich weiß nicht, wie es geworden ist. Ich hoffe, ihr wart ein bisschen entertained und ja, mal gucken, was demnächst alles noch so kommt und passiert. War jetzt auf jeden Fall die letzten zwei Monate super anstrengend, stressig, aber macht trotzdem Bock. Und ansonsten war es das jetzt. Wir sind raus. Ihr seid die coolsten. Eure gerade nicht vorhandene Uschi und euer Rough Strategy Video Magazin. Peace.